Ja, jetzt folgt der Bosskampf. Dein Chef nähert sich dem Gebiet. Sobald er hineinfliegt, schließe ich euch beide im Kraftfeld ein. Um ihn zu zerstören, musst du zuerst seine Schutzschilde zerstören. Das erste ist ein Energieschild. Sehr schwer zu knacken, aber es baut sich nur sehr langsam wieder auf. Cool. Raumschiff verwenden. Das nenne ich mal ein schönes Geschenk. Dich wird man wohl nie los. Ich werde dir eine Lektion verpassen. Ja, ich dir auch. Ich verpasse dir auch ein Energieschild. Oh, keine Muni mehr. Naja, kann's geben. Wo bekommt man hier Aufladungsdingens? Hier. Gut. Und jetzt, Mist. Du kannst mir nicht das Wasser reichen. Doch, doch, nur Geduld haben. Deine Angriffe sind lächerlich. Mein Energieschild fängt alle Einschläge deiner Waffe ab. Schön, schön. Aber wie ich sehe, ist dein Energieschild bald aufgebraucht. Oh, Mist. Und jetzt ist es wieder voll. Also wir müssen das, bevor wir draufgehen, müssen wir sein Energieschild geknackt haben. Gut. Das lässt sich einrichten. Oh, falsche Waffe. Detritus, dich wird man wohl nie los. Ich werde dir eine Lektion verpassen. Und ich glaube, wir haben es gleich. Wo ist er? Ah, da. Du enttäuschst mich, Detritus. Du kannst mir nicht das Wasser reichen. Oh, Mist, 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 Mist. Ja, so langsam lädt sich das Energieschild auch wieder nicht auf. Ah, oh, Mist. Mein Energieschild fängt alle Einschläge deiner Waffe ab. Ja, wo... Ja. Oh, keine Muni mehr. Doof. Oh. Moment mal. Mist. Das war ungeschickt. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ich bleibe noch eine Weile hier, wollen wir mal sehen, was du kannst. Ja. Oh Mist, also. Greif ihn härter an! Sein Energieschild hält nicht stand, wenn du eine Weile richtig draufhältst. Ja, ich hab's gemerkt, aber... Es war immer so knapp. Ja, du hättest nicht nach Scrubland kommen sollen, jetzt werden ab... Ausgezeichnet! Du hast seinen Energieschild zerstört! Er hat gerade seinen Quantenschild aktiviert, der sich schneller wieder aufbaut! Gut, ein Quantenschild. Was ist denn mit dem... Wow! Wow!
Gut. Gut, mein Junge, du hast mein Nervenschild zerstört. Wollen mal sehen, ob du den zweiten auch schaffst. Werden wir sehen, ja. Aber Mensch, Meier, hat der eine Waffe? Das glaubt deine ja allein fast nicht. Puh. Ich bin ja in der kürzesten Zeit bin ich ja Staub. Gut, also. Jetzt zeig mir deine wirklichen Fähigkeiten. Ich möchte es nicht bereuen, hier geblieben zu sein und gegen dich zu kämpfen. Oh meine Güte. Du kannst hab mir die. Die Infernos. Ist das die Inferno? Oh, Mist. Wo ist er? Du lässt dir vom Irrenspieler Tipps geben. Mit den Inferno-Waffen bekommst du mich nie, du Wurm. Ja, bitte. Ich brauche wieder Muni. Okay. Den zu treffen wird schwierig. Jetzt zeig mir deine wirklichen Fähigkeiten. Ich möchte es nicht bereuen, hier geblieben zu sein und gegen dich zu kämpfen. Und ich bin wieder mal kaputt. Ja, komm schon, komm schon. Ich glaube, es ist besser, wenn... So. Zum Sterben. Ja, finde ich auch. Genial, ihr habt keinen Schutzschild mehr. Macht cool. Ihn fertig. Zum Befehl. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, hier. Oh, wow. Gut, wo ist er? Wow. Falsche Waffe. Ja, dein Ende auch. Du hast noch 700 und ich hab noch... ja, 100. Oder so. Gut. Verdammter Roboter, jetzt wird's wirklich persönlich. Wow. Mist. Jetzt hat er wieder 1000. Logisch. Du Dreckskerl, du kleine Laus, du Haufen Schrott, Viskosenfreund. Au. Ja, ich brauch auch so Zeugs. Das ist dein Ende, hörst du? Dein Ende! Was ist noch so? Aufladedinger? Brauch Aufladedinger. Aber ich glaube, ich habe ihn gleich.
verdammte Roboter, jetzt wird's wirklich persönlich. Ja, ich weiß. Oh, Mist. Hat noch 100. Noch 50. Yay, ich hab's geschafft. Boah, das war aber verhältnismäßig einfacher als die zwei Gegner vorher. Bravo, du bist der Beste. Danke. Ich bin tief beeindruckt, die Cheaters. Los, schnapp sie dir. Oh. Danke für alles, was du für mich in Scrapland getan hast. War mir ein Vergnügen. Willst du eine Runde auf meinem Space-Motorrad drehen? Klar, gerne. Hol mich ab, bevor du gehst. Ja, wir speichern. Spiel speichern. Ja, ein weiterer geht nicht. Ja, speichern wir doch auf. Auf den hier. Ja, reden wir mal mit dem Mensch. Mein menschlicher Bill. Freund. Ah. Ich habe dir gleich gesagt, dass du dein Programm hier nicht verkaufen würdest. Bill? Mein Programm hat Scrapland gerettet. Mit dieser Publicity wird es in 0, nichts ausverkauft sein. Bill Gates oder was? Vielen Dank für alles, Spieler. Gern geschehen. Komm zurück, wann immer du willst. Ja, ja. Berto, du bist ein guter Freund. Sei vorsichtig da draußen, Detritus. Und wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Jojo, mach ich. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht eine Runde auf meinem Space-Motorrad drehen willst. Na klar, hol mich ab, bevor du gehst. Na klar. Mit dem Mädchen fahren. Cool. Wo willst du hinfliegen? Gib einfach Gas. Mal sehen, was die Kiste alles kann. Halt dich gut fest. Wir fliegen los. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ende? Produktionsleitung American McG. Handlung und Spieldesign Eric, weiß nicht wie viel. Design Luis Miguel und Dario und Raul und noch die Nachnamen weiß ich nicht. Leitung Programmierung Carlos und Dario. Rodriguez und Halle oder was? AI Programmierung José und noch mehr. FX Programmierung José González. Programmierung der Spiellogik José Luis. Diese Namen sind viel zu schnell weg. Rafael hat die künstlerische Leitung. Konzept, Kunst und Strukturbildung haben diese vier Personen. Leitung, Modellierung und Animation Alberto. Modellierung Luis Miguel Cuyada oder so. Animation Luis Moreno. Leitung Level Design Daniel Alcazar. Habe ich das richtig ausgesprochen? Level Design Ignacio Raul Juan. Und die Nachnamen könnt ihr selber lesen. Toningenieur Emilio. Komischer, komplizierter Nachname. Originalmusik Eugeni und Oscar. Stimmencasting und Produktion Oscar. Tontechnik Emilio Alcuesar.
Stimmen Alexandra Hensel, Hans Richter und Alex Brände. Hans Schopol, Thomas Sauerteig und Norbert irgendwas, war das richtig? Deutsche Übersetzung Doris Trinkel. Business Pablo und Ignazio. Produktionsassistenz Merci. Diese Namen sind viel zu schnell weg. Internettests David, Raoul, Ignazio und Juan. Internettests immer noch Dani, Javier, Luis, Moreno und Tomanz. Oder so. Projektleiter Enric Alvarez oder so. Leitung Publishing Trevor und Paul. Produktion Parrish Rogers. Publishing Bernard Clive, Hilwins und Andy. Leitung Qualitätssicherung Martin Leung. Qualitätssicherung Ron Leung, Robin Lamm und Tim Chan. Koordination Beta-Tests Hilwins Lee. Beta-Tests James Martin und Landon Bolt. Und das war das Grabland Let's Play. Nun ja, wenn wir jetzt wieder laden, sind wir wieder hier. Und was man jetzt noch so tun könnte, sind so Sachen wie die ihren Wetten. Ja. Kommt hier wieder... Ah, zum Happy End. Okay. Also man kann jetzt immer noch hier rumlaufen. Man kann immer noch rumfliegen. Wir haben immer noch unsere Raumschiffe. Hier verläuft der Ablauf des täglichen Lebens immer noch weiter so, wie es abläuft. Man kann tun und lassen, was man will. Wie zum Beispiel in was ist es für ein Gebäude? Rathaus oder so? Ja. Man kann immer noch in die Wache gehen. Man kann überall hingehen, wo man will. Und noch die letzten Gegenstände suchen, die man noch nicht gefunden hat. Und das Beste. Der Bill hat seine Software installiert. Und was sehen wir nun? Typisch Bill. Ja, wir könnten jetzt... Er will andere Welten sehen, aber man kann auch noch die ihren Wetten machen. Man kann auch noch die Pläne in der Wache suchen. Da hat mir, glaube ich, mal jemand gesagt, wo in einem Kommentar, wo dieser Plan ist. Aber ja, den Rest. Ich beende jetzt das Let's Play hier vor diesem Viewscreen. Und ob ich noch die alle restlichen ihren Wetten mache, ob ich noch die restlichen Pläne
suche, also ist ja nur noch einer, diese zwei neuen, das ist, glaube ich, das Raumschiff des Chefs. Das könnten wir jetzt bauen. Was ich nun weitermache bezüglich Scrapland, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mal noch Lust, um mehr zu machen. Ich habe jetzt heute um die 3 Stunden Scrapland Let's Play aufgenommen. Ich denke, das genügt für heute. Vielleicht, ich werde mal schauen. Vielleicht habe ich noch Lust, um noch die restlichen irren Wetten zu machen. Ihr werdet es sehen. Und sonst ist das jetzt die letzte Folge vom Scrapland Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, ich war zum Teil ein bisschen verpeilt und hab viel nicht wirklich gut gemacht. Mir hat's Spaß gemacht, außer die Geldsammelaktionen gingen mir dann mit der Zeit auf die Nerven. Drum habe ich auch in den letzten Folgen häufiger die Ladefunktion verwendet. Ich finde es ein super Spiel, macht Spaß, auch beim zweiten, dritten, vierten Mal spielen. Ich habe keine Ahnung, wo man das Spiel heute noch kaufen kann. Ja, vielleicht findet ihr es. Also, das Spiel gibt es für PC, gab es für PC und Xbox. Also Xbox, nicht Xbox 360. Und, ja, wenn ihr es findet, kauft es. Wahrscheinlich werdet ihr es, wenn ihr es findet, für irgendwas 5 Euro oder so finden, also die Xbox-Version, ich habe beide Versionen, ich habe PC-Version und Xbox-Version. PC-Version habe ich war bei einem Heftchen beigelegt. Xbox-Version habe ich dann über eBay für 5 Euro gekauft. Ich muss sagen, es ist das Geld um ein 100-faches wert. Also nein, 10-faches. Ich würde, auch wenn ihr es das Spiel für 80 Euro oder, ja, nicht, vielleicht nicht 80 Euro, 80 Franken, das sind wahrscheinlich etwa 50 Euro oder so, findet, ist zwar ein bisschen teuer für das Alter, aber es ist es wert. Es ist Hammer, finde ich. Ja, schaut auch meine anderen Let's Plays an. Bis später.